Herzlich willkommen zu meiner neuen Let's Play Serie auf meinem YouTube-Kanal Redus Game Jam Journey Deutschland. In dieser Serie werde ich das zeitlose Meisterwerk The Legend of Zelda Ocarina of Time erkunden, das ursprünglich für den Nintendo 64 veröffentlicht wurde. Begleitet mich auf dieser epischen Reise durch das Land Hyrule, werden wir zusammen die Geheimnisse, Abenteuer und Rätsel dieses Klassikers entdecken. Ja, The Legend of Zelda Ocarina of Time ist ein Action-Adventure-Spiel, das von Nintendo entwickelt und veröffentlicht wurde. Es ist bekannt für seine fesselnde Handlung, die reiche Welt von Hyrule und die innovative Zeitreisen-Mechanik. Hier übernimmst du die Rolle von Link, einem jungen Helden, der auserwählt ist, das Königreich vor dem bösen Gandalf zu retten. Und mit Hilfe unserer Ocarina und verschiedenen Waffen begeben wir uns auf eine epische Reise, um Prinzessin Zelda zu retten, die Triforce-Teile zu finden und das Böse zu besiegen. Willkommen in Hyrule, meine Freunde. Heute spielen wir die erste Folge. Und in dieser ersten Folge tauchen wir in die wunderschöne Welt von Hyrule ein. Wir lernen Link und seinen Hintergrund kennen, während er als junger Bewohner des Korielwaldes lebt. Gemeinsam erkunden wir das malerische Dorf und interagieren mit den Bewohnern, um die Grundlagen des Spiels kennenzulernen. Der Kokiri-Wald hält jedoch auch Geheimnisse bereit und schon bald werden wir über das ein oder andere Anzeichen der Unruhe und drohender Dunkelheit stolpern. Ich habe richtig Bock drauf. Ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf. Und dann würde ich auch nicht geradewegs lang schnacken, sondern ich presse mal heftig den Start-Button und ich selecte meine Language. Heute spielen wir auf Deutsch. Schön, die Musik. Ehrlich. Wie nennen wir uns? Nennen wir uns so, wie ich heiße. Und starten wir das Spiel. Es war einst in einem fernen Land. Seit Anbeginn der Zeit wacht der mächtige Dekobaum über die Kinder des Waldes. Eben der Kokiri schenkt der Wächter eine Fee. Als seine Abgesandten schützen sie jene reinen Herzens. Das Schicksal hat jedoch einen Auserkoren, dessen Bestimmung es ist, den Gesetzen vergangener Zeiten zu entfliehen. Navi. Navi, wo bist du? Erscheine! Navi, holde Fee, höre die Worte des Dekobaums. Spürst du es? Diabolische Kräfte bedrohen unser Land. Die Kreaturen der Nacht sammeln sich, um das Schicksal Hyrule zu besiegeln. Wie lange Zeit war ich es, der die Schatten des Unheils daran hinderte, das Land zu erobern? Doch nun ist die Konzentration des Bösen so stark, dass meine Kräfte nicht ausreichen, die dunklen Mächte zu bannen. Die Zeit scheint reif, da der Junge ohne Fee seine Bestimmung erfahren soll. Die Jugend und Reinheit des Jungen sollen Hyrule wieder auf den Pfad des Lichtes führen. Navi,
Geh nun, finde unseren Freund und geleite ihn zu mir. Meine Zeit ist fast vorüber. Mir bleibt nur noch wenige Stunden. Flieg, Navi, flieg. Das Schicksal des Dorfes, gar das der ganzen Welt, liegt in den Händen dieses Jungen. Hallo Frido, wach auf! Der Dekobaum hat dich zu sich gerufen. Frido, wach auf! Ich schlaf doch gerade ohne Decke so gemütlich und ohne Kissen. Los, komm schon! Sollte die Zukunft Hyrules wirklich in den Händen dieser Schlafmütze liegen? Na, endlich bist du aufgewacht. Ich bin Navi. Der Dekobaum bat mich, dich ab jetzt zu begleiten. Schön, dich kennenzulernen. Der Dekobaum hat dich zu sich befohlen. Steh also endlich auf. Juhu! Und hier sind wir in der Hood. Und unser Abenteurer. Und machen erstmal ein paar Rollen auf dem Boden. Das ist nämlich wichtig. Kokiriwald. Guten Morgen, Frido! Hey, eine Fee! Endlich hast du auch eine Fee, Frido. Wow, das ist cool. Ich freue mich für dich. Nun bist du ein wahrer Kokiri, Frido. Ist es wirklich wahr? Der Dekobaum möchte, dass du zu ihm kommst? Es ist eine große Ehre, vor den Dekobaum treten zu dürfen. Ich werde hier auf dich warten. Geh nun, denn der Dekobaum hat dich gerufen. Alles klar. Alles klärchen. Erstmal orientieren. Ich habe das Spiel schon sehr, sehr lange Zeit nicht mehr gespielt. Also wirklich bestimmt 13 Jahre nicht mehr oder sowas im Dreh. Ich werde nicht mehr alles auf Anhieb wissen, aber das, was ich weiß, dass wir hier am Anfang gespielt, definitiv ein bisschen Moneten brauchen. Moneten, Moneten, Moneten. Und wenn wir hier rüber springen, sollten wir, glaube ich, 5 Rubine erhalten. Haha! Hey! Der Weg zum Dekobaum befindet sich im Osten des Dorfes. Wir sollten uns beeilen. Ja, Navi, aber wenn ich nicht genug Kohle zusammenkriege, dann können wir uns die Reise nicht erlauben. Wir können uns die nicht leisten, meine Freundin. Somit haben wir auch ein weiteres Problem. Der eine oder andere denkt sich jetzt, was braucht ihr das Rubine? 40 Stück braucht der? Okay. Ja, wir brauchen 40 Stück für ein Schild. Denn ohne Schild ist eine Reise nochmal doppelt so gefährlich, würde ich mal behaupten. Und wenn man ein Schild hat, dann sollte man normalerweise auch ein Schwert dazu bekommen. Und das Schwert holen wir uns jetzt genau hier an dieser wunderschönen Stelle. Ein paar Rubinchen. Steine? Steine!
Einfach mal alles erforschen, was es gibt. Oh, der Stein ist so schnell. Und da sind wir auch schon. Das Kokiri-Schwert wählt es mit einem Ausrüstungsmenü aus. Dies ist eine wertvolle Waffe der Kokiri. Trainiere gut, bevor du deine Mission beginnst. In das Menü müssen wir jetzt rein. Ah ja, da wählen wir die Waffe aus. Speichern auch gleich, okay. Und haben ein Schwert. Juhu! Wie ihr seht, ist der Link ein Linkshändler. Er handelt mit linken Händen. Nein, er ist Linkshänder. Und wieder zurück. Schön jedes Laubgebüsch hier zerstören. Es könnte ja sich Geldbinde finden. Wird das zerschnitten? Eigentlich auch verrückt, dass in so einem alten Spiel, dass man die Schilder so cool zerschneiden kann. Sehr gut. Wo könnten wir noch ein paar Rubinchen herkriegen? Da ist noch der ein oder andere Busch. Jawohl. Nichts. Wow. Okay, das war jetzt nicht meine Absicht. Ah. Das ist schon ein sehr altes Spiel. Man muss sich auch auf jeden Fall ein bisschen dran gewöhnen, dass man nicht die Kamera so mitsteuern kann. Und das ist natürlich die europäische Version, da ist die Framerate nicht perfekt. Ja, du würdest gerne mit mir reden, ne? Ich nicht. Lieber springe ich hier runter. Zucker Boom. Zucker Boom. Und der kleine Wicht kriegt nicht mehr den Einstein hoch. So, wo kriegen wir noch ein bisschen Kohle her? Da ist unser Heim. Da springen wir auch noch rüber. Hey Frido, schau zu mir herauf! Mit Z schaust du mich an und mit A kannst du mit mir reden. Wow! Gut gemacht! Dies war meine Hilfe deiner Fee möglich. Wie schön, dass auch du endlich eine ständige Begleiterin hast. Ich werde dich lehren, ihre Charakterlichkeit zu nutzen. Flieg deine Fee. Mir momentan egal. So, was der ein oder andere von euch sicherlich nicht gewusst hat, das ist nämlich unser Schild und hier hinten in der Ecke gibt es nochmal einen schönen flotten Rubin. Jetzt haben wir leider immer noch viel zu wenig. Das nervt mich ein bisschen an dem Spiel, aber was soll man machen? Jetzt haben wir auf jeden Fall genug. Man könnte auch rein rausgehen von dem Haus und immer wieder hier rüberspringen, dann kriegst du auch genug Rubine. 5 Stück immer wieder. So, kleiner Mann, willkommen. Wir verkaufen Schilder, aber keine Schwerter. Okay. Kaufen. Der Deko-Schild. Ausrüstungsmenü und A auswählen. Yeah.
Ich würde schon gerne noch ein paar Sachen einkaufen, aber ich habe keine Kohle mehr. Und no money, no honey, Freunde. Gegenstände. Bevor du zum Deko bauen darfst, musst du dich zunächst mit einem Zwerg und einem Schild ausrüsten. Hä? Was ist das? Du besitzt ein Deko-Schild? Und auf deinem Rücken trägst du ein Schwert? Unglaublich, das ist in der Tat das Kurilschwert. Heiliger Deko, mit dem auch sei, ein Weichling bleibt immer ein Weichling. Bla bla bla. Und du kannst mich mal, kleiner Kukiri-Mann. Kannst dich mal an meiner Zipfelmütze anschlecken. Und hier bekommen wir eine der mächtigsten Waffen im ganzen Spiel. Der Deko-Stab. Der ist tatsächlich brutal mächtig. Wie viele Schläge braucht man dann für den Endboss? 3 Schläge oder nur 1 sogar? Ist auf jeden Fall brutal stark. Und der ist auch schon der Deko-Baum. Deko-Baum, ich bin zurückgekehrt. Oh, Navi. Du hast deinen Auftrag also erfüllt. Sei willkommen, Frido. Höre nun die Worte, die ich der Deko-Baum dir zu sagen habe. Die vergangenen Nächte müssen für dich ruhelos und von finsteren Träumen geprägt gewesen sein. In diesen Tagen, da die Diener des Bösen zu neuer Stärke gelangen, werden die Auserwählten von Albträumen geplagt. Dies ist auch dir widerfahren. Frido, nun ist die Zeit gekommen, da es gilt, dein Mut zu prüfen. Ein Fluch lastet auf mir. Deine Jugend und Kraft sollen mir helfen, den Fluch zu brechen. Hast du den Mut, diese Prüfung auf dich zu nehmen? Ja. So sei es. Tritt ein, tapferer Frido. Und auch du, Navi. Navi, holde Fee. Unterstütze Frido. Und du, Frido, höre mit. Fall nach oben Navis Worte, denn es sind Worte der Weisheit. Und in das große Maul steigen wir jetzt ein. Aber zuvor habe ich in Erinnerung, dass hier vielleicht noch irgendwas auf uns wartet. Ist da nicht hinten noch eine Truhe gewesen? Ach, der Stein war da. Man erzählt es seit 12 Uhr. Ein Deko-Stab. Weißt du was? Den rüsten wir doch gleich aus. Doch Moment! Der Deko-Baum ist der erste Tempel. Dort drin werden viele Gefahren auf uns lauern. Wie das weitergehen wird. Seht ihr dann im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Abenteuer. Bis dann, Freunde.